G-Skill Trident Z Royal, extrem schön und extrem außergewöhnlich durch dessen Kristalloptik. Im Oktober 2020 wurde die Silverstone iScan 240p veröffentlicht. Beides zusammen, huiuiui. Doch dann hat's mich so richtig vom Planeten geschossen, als Pellet die Game Rock Serie vorgestellt hat. Aber Moment, jetzt auf irgendwelche RGB-Lüfter zu setzen wäre machbar, allerdings auch langweilig. Doch zum Glück habe ich diese Lüfter gefunden. Meine Freunde, das ist der royale Gaming-PC, Top-Leistung, RGB und super viel Kristalloptik. Fangen wir mit der schönsten Grafikkarte an, die Pellet jemals vorgestellt hat. Die neue Game Rock-Serie ist extrem massiv, super hochwertig und bietet insgesamt drei Lüfter. Diese sind umgeben von einem Kristallcover und darunter gibt es jede Menge RGB. Ich habe hier die RTX 3070, es gibt diese Karte allerdings auch als 3080 und 3090. Aber einen Kritikpunkt habe ich bereits jetzt. Die Position der beiden Stromanschlüsse ist mehr als suboptimal. Die Karte sitzt in dem neuen Lianli OLED Mini und in dieser Konfiguration mit einer vertikalen Grafikkarte ginge sogar noch ein RTX Mainboard, aber dann würde die Grafikkarte sehr weit oben sitzen und deswegen habe ich mich hier für die Micro RTX Version bzw. Konfiguration entschieden. Zum Einsatz kommt ein MSI B550M Mortar, sehr schlicht, aber eben auch mit einer sehr guten Spannungsversorgung PCI Express 4.0 und dem sehr guten ALC 1200 Soundchip bestens ausgestattet. Und ja, ich weiß, mit 140€ nicht wirklich günstig, aber ganz ehrlich, günstig suchst du bei diesem PC vergebens. Die iScan 240p mit dessen 240er Radiator sitzt neben dem Mainboard und dazu gibt es zwei Bits Power Lüfter. Nice to know, der Radiator ist mit 38mm untypisch dick für eine I.O. Wasserkühlung. Positiv aufgefallen ist mir die RGB-Steuerung über einen 3-Pin-ARGB-Header des Mainboards. Davon bietet das MSI-Mainboard gleich zwei Stück und so lassen sich richtig coole Beleuchtungseffekte einstellen. Doch ganz ehrlich, der Rainbow-Style, der sieht schon hart erregend aus. Unter dem CPU-Block sitzt der Ryzen 5 5600X und ich glaube, zu dieser CPU brauche ich nicht viel sagen, außer 6 Kerne, 12 Threads und die beste Leistung, die wir jemals bei einem Ryzen 5 Prozessor gesehen haben. Die CPU ist teilweise sogar schneller als ein Core i7-10700K. Zum Zeitpunkt des Videos ist es trotz AGESA-Update 1.1.9.0 noch immer nicht möglich, RAM mit mehr als 3200 MHz sinnvoll zu nutzen. Klar, du kannst 3600 installieren, wenn es läuft, sei froh, aber es gibt bisher noch keinen Performance-Boost und daher setze ich hier auf 3200er RAM mit 16 GB. In Sachen Storage dachte ich mir, lass mal was Neues probieren. Und zwar gibt es hier die HP EX 950 M.2 SSD mit 1 TB. Mit bis zu 3500 MB pro Sekunde im Lesen und 2900 MB pro Sekunde im Schreiben ist sie flott genug für sämtliche Anwendungsbereiche. Die Bits Power Lüfter sind eine Art i-Tüpfelchen und diese mussten einfach mehrfach hier auch wirklich gut sichtbar zum Einsatz kommen. Die Geschwindigkeit lässt sich via 4-Pin PWM anpassen, die Beleuchtung via 3-Pin ARGB. Der Vorteil dabei ist, an jedem Lüfter lässt sich ein weiterer ARGB-Lüfter bzw. Bits Power Lüfter anschließen und somit sparst du dir einen zusätzlichen LED-Controller. Drei dieser Lüfter kosten auf AliExpress ca. 55€. Preislich finde ich das absolut in Ordnung. In der Summe auf jeden Fall richtig viel RGB, richtig viel Kristalloptik. Sieht man das? Sieht man das? Die Pellet Game Rock RTX 3070 ist, und jetzt kommt's, die bisher beste RTX 3070, die mir einfach untergekommen ist. Warum? Hoher Takt, Top-Leistung, mega krasse Optik, leise Lüfter und haltet euch fest, die Karte mit dem geringsten Spulenfiepen. Spulenfiepen ist leider bei der 3000er Serie echt gut vertreten, doch Pellet hat hier echt ein Sahnestück auf die Beine gestellt. Doch zwei Nachteile gibt es meiner Ansicht dann doch. Erstens, natürlich die Karte ist kaum lieferbar und wenn dann nur zu teuer. Und zweitens, die Stromanschlüsse, das hatte ich ja bereits erwähnt, sitzen mittig auf der Grafikkarte und das ist einfach abgrundtief
hässlich. Die Silverstone I.O. macht einen echt guten Job, denn sie kühlt nicht nur gut, sondern sie ist auch leise. Damit meine ich explizit die Pumpe, denn die beigelegten Lüfter habe ich nicht getestet. Die unnormal schönen Bits Power Lüfter sind übrigens angenehm leise und das Kühlkonzept funktioniert so, wie es jetzt hier aufgebaut ist, im OFD Mini sehr gut. Keine Sorge, die GPU sitzt ca. 2 cm vom Fenster entfernt und kann so auf jeden Fall gut durchatmen. In Firestrike erzielt das System 27.467 Punkte und damit ist es besser als 98% aller weltweit getesteten Systeme. Auch in Timespy gibt es ein beeindruckendes Ergebnis mit 12.528 Punkte. Ich zocke heute in WQHD, bedeutet 2560x1440 Pixel und zunächst läuft erst einmal COD Warzone mit maximalen Einstellungen. Mit diesem PC kann man Warzone mit über 130 FPS richtig flüssig zocken und das bei WQHD. Ganz ehrlich, das ist schon echt nice. Stick Siege rennt in WQHD und sehr hohen Einstellungen einfach bombastisch gut. Aber was ebenfalls beeindruckend ist, ist der stabile Takt von 2 GHz und das bei absolut unkritischen Temperaturen. Assassin's Creed Valhalla in WQHD und sehr hohen Einstellungen. Mashallah ist definitiv sehr anspruchsvoll und trotzdem gibt es stabile 60 FPS, womit Assassin's Creed auf jeden Fall super flüssig läuft. Lässt sich damit vielleicht auch Cyberpunk 2077 zocken? Na klar, hier der Beweis in WQHD und dem Preset hoch und aktiven DLSS mit der Einstellung ausgeglichen. Dadurch läuft Cyberpunk mit über 80 FPS im Durchschnitt mitten in Night City super flüssig. Apex in WQHD und sehr hohen Einstellungen. Auch dieser Shooter läuft super flüssig mit über 120 FPS im Durchschnitt. Borderlands 3 WQHD, hohe Einstellung, und auch dieses Spiel rennt wie Bolle. Mit über 110 FPS läuft Borderlands super flüssig und ja, das Fortnite, der Fortnite, die Fortnite, wie auch immer, läuft auch in WQHD und hohen Einstellungen, nicht mit epischen Einstellungen, aber auch genauso wie die anderen Spiele sehr flüssig, in dem Fall mit über 170 FPS. Übrigens verbraucht ein solch royales System mit so viel RGB etc. pp. Im Schnitt gerade einmal 380 Watt. Mit einem Gesamtwert von 2000 Euro, wobei die GPU mit ca. 750 Euro einkalkuliert wurde, ist das definitiv kein Schnäppchen, aber CPU und GPU harmonieren einfach perfekt und der Rest ergibt sich dann einfach durch die royalen Parts. Ganz ehrlich, ich feiere dieses System echt super hart. Es ist super schade, das Ding irgendwann wieder zu zerlegen. Nein, ich verlose es nicht, weil dann hätte ich keine royale Grafikkarte mehr. Aber natürlich interessiert es mich auch, was du darüber denkst, also ab damit in die Kommentare. Danke für deine Zeit, vergiss nicht den Channel zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis neulich und ganz genau, ciao!